Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Ich begrüße euch heute zu unserem nächsten Tuning-Projekt, Golf 6R 4 Facelift. Von Werk aus schon ein geiles Fahrzeug, aber der bekommt von uns nochmal das komplette Tuning-Paket. Ich bin sehr gespannt, wie das Fahrzeug zum Schluss aussieht und mir lege direkt los und fahre in die Werkstatt. So, ich bin jetzt hier in der Werkstatt angekommen. Mir lege jetzt mit dem Gewindefahrwerk los, damit das Auto natürlich dem Boden etwas näher kommt. Davor muss jetzt aber erstmal natürlich das Rad runter und das Auto nach oben. An der Hinterachse ist das Ganze relativ einfach vom Aufbau der Konstruktion der Achse. Würde ich euch aber auch empfehlen, hier zuerst die Rathausverkleidung zu demontieren, dann habt ihr es nämlich viel einfacher, das Federbein oben am Dom abzubekommen. Wir haben jetzt hier mehrere Torx-Schrauben, die die Rathausverkleidung befestigen. Und die nehme ich mit einem T25 Torx jetzt raus. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommt euch wahrscheinlich ein Haufen Sand und Dreck entgegen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier oben die Befestigung vom Domlager und kommen da jetzt einwandfrei rein. Zunächst müssen wir jetzt hier die Steckverbindungen lösen, weil wir hier ein elektronisch geregeltes Fahrwerk haben. Damit mit dem Schraubenzieher einfach reinfahren. Und das Ganze löse ebenso, der ganze Kabelbaum ziehen wir hier ab und auch noch den Radrätselsensor. Dann gehen wir jetzt noch mal eine kleine Etage nuff und machen von unten weiter. Zunächst tue ich jetzt den Sensor für die Niveauregulierung demontieren, weil der Achsschenkel gleich komplett runtergespannt werden muss. Wenn ihr das vergessen tut, dann wird es teuer, weil dann bricht er nämlich. Das Gestänge ist mit zwei Schrauben gesichert. Als nächstes lösen wir jetzt die Schraube hier vorne, damit wir die Feder entnehmen können. Und dazu Kollege Getriebeheber. Dass uns das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Und dann kommt es uns schon entgegen. Einfach nach unten ziehen. Und schon haben wir mal die alte Feder in der Hand. Jetzt geht's mit dem Stoßdämpfer noch weiter. Dazu müssen wir jetzt hier die Schraube demontieren. Zunächst müssen wir hier am Domlager den Sensor demontieren. Und jetzt können wir das Federbein rausnehmen. Und den Handumdreher haben wir auch schon in der Hand. Wie ihr sehen könntet, habe ich schon mal alles schön nachgerichtet. Das Gewindefahrwerk kommt von der Firma AP Sportfahrwerke. AP Sportfahrwerke hat uns hier ein wunderschönes Federbein geschickt für die Vorderachse, wie ihr sehen könnt, schön gelb verzinkt, was einen sehr hohen Korrosionsschutz bietet. Und auch die Federn dazu natürlich schön AP-blau gepulvert, passt im Übrigen auch sehr gut zum Golf. Und hier seht ihr schön den Unterschied, alter Stoßdämpfer gegenüber neuem Stoßdämpfer, natürlich bedeutend sauber. Das hier ist jetzt ohne elektronische Steuerung, sprich wir müssen auch noch im Fahrzeug drin das Ganze stilllegen, weil man ansonsten eine Federmeldung habe. Das machen wir ganz zum Schluss. Und jetzt würde ich sagen, vereine mal Domlager mit neuem Sturzdämpfer. Hier ist vielleicht auch interessant zu schauen, wie viel Laufleistung haben wir schon auf dem Fahrzeug. Macht es hier Sinn, nicht gleich ein neues Domlager zu holen, weil natürlich man sich die Arbeit dann einmal spart. Dann gehen wir jetzt mal ans Zerlegen. Jetzt müssen wir zuerst die Staubschutzkappe abziehen.
Und zack, kommt uns schon die Mutti entgegen. Zur einfachen Demontage nehme ich jetzt den Schlagschrauber. Und schon haben wir das Domlager in der Hand. Ich entferne jetzt die Original-Staubschutzkappe. Und tauschen einmal durch. Einmal der grobe Dreck, der vielleicht drin ist, rausklopfe und dann können wir das Ganze schon wieder ansetzen. Wichtig ist jetzt hier nicht den Schlagschrauber zu nehmen, denn damit besteht die Gefahr, den Stoßdämpfer zu bestätigen, weil die Dichtung dadurch vielleicht zu warm wird, sich verformt, wenn die Kolbenstange sich mitdreht und das wäre uncool. Beim nagelneuen Fahrwerk. Deswegen gibt es dafür extra Spezialwerkzeug, das wir hier aufsetzen können. Und dann können wir das hier gegenkontern. Und anhand der mitgelieferten Einbauanleitung ist auch das Drehmoment angegeben. Liegt jetzt hier bei 25 Newtonmeter. Das muss einfach nur schön handfest sein und dann reicht es auch schon. Und schon haben wir den Stoßdämpfer gewechselt und können jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Jetzt können wir die Feder einsetzen. Hier ist es wichtig, einmal darauf zu achten, dass man hier den Original-Gummiteller drin lasse und die Feder mit dem Ende hier schön am Anschlag anliegt. Das heißt, wir können das hier schon mal reindrücken. Wie ihr hier sehen könnt, hier ohne sitzt sie genau hier am Anschlag an. Der Verstellteller wird oben ohne Gummiunterlage montiert. Das heißt, wir machen hier einmal die Auflagefläche sauber. Und ich habe ihn jetzt auf das unterste TÜV-Maß eingestellt, wie im Teilegutachter drin steht. Weil dann sind wir mal auf Nummer sicher. Wir haben den tiefsten Punkt und können dann später schauen, wie sieht es mit der Radreifekombination aus. Müssen wir eventuell nochmal hoch oder wir können natürlich so bleiben und dann passt es auch mit dem TÜV. Und wir sind mit der Hinterachse schon fertig. Wie ihr sehen könnt, im Handumdrehen ist das passiert. Allein ist das ja komplett machbar. Also easy going, natürlich, wenn ihr eine Hebebühne habt. Vorne dauert es ein bisschen länger und da nehmen wir uns jetzt mal richtig Zeit dafür. Vorne haben wir jetzt dasselbe Spiel. Das Rad muss erstmal runter. Und dann könnt ihr jetzt auch sehen, das Ganze ist etwas umfangreicher. Ich fange jetzt als allererstes an, die Antriebswelle zu lösen, weil ihr habt es dann bedeutend einfacher, wenn ihr den Ankschenkel abnehmen könnt und habt viel mehr Spielraum, dann später das Federbein rauszunehmen. Die Schraube lassen wir ganz leicht drin. Dann tun wir zunächst auch hier wieder die Steckverbindungen lösen. Auch
hier den ganzen Kabelsalat einmal wieder zur Seite legen, dass der uns nicht im Weg ist. Als nächstes lösen wir jetzt hier die Koppelstange. Lege die uns zur Seite. Dann geht's weiter mit der Befestigungsschraube vom Federbein. Die ist einmal hier hinten mit einer Vielzahnnuss. Und die Gegenseite, wo wir die Mutti kontern. Die geht jetzt einfach raus. Und jetzt können wir die Schraube rausholen. Und höchstwahrscheinlich kommt die uns jetzt komplett verrostet entgegen. Oder es passiert genau das, was eigentlich nicht passieren soll im Worst Case. Sie bricht ab. In so einem Fall müssen wir jetzt natürlich den Rest von der Schraube rausbringen. Dafür nehmen wir mal einmal einen Meißel, einen Durchstecksatz. Eine Verlängerung können wir nehmen, die einfach reinpasst, oder eine andere Schraube. Und die müssen wir jetzt einmal komplett rausklopfen. Ich habe jetzt hier einen schönen Durchschlagfunde und einen ordentlichen Hammer. Ja, sieht man, sieht ordentlich aus. Einmal komplett durchgerostet. Kein Wunder, dass die nicht mehr halten wollt. Jetzt lösen wir unten den Querlenker, die drei Schrauben am Traggelenk. Und um das Ganze jetzt etwas uns noch einfacher zu machen, lösen wir jetzt zuerst oben noch das Domlager. So, unter der Abdeckung hier verbirgt sich das Domlager, die drei Schrauben. Die lösen wir jetzt. Eine lassen wir noch ganz leicht drin, damit uns das Federbein später nicht abhaut. Und dann geht's wieder unten weiter. Jetzt kommt der Moment, wo es vorteilhaft ist, wenn ihr zu zweit seid, weil man einfach dementsprechend dann das Ganze viel leichter bewerkstelligen kann. Ich zeige euch trotzdem, wie es alleine geht. Klar, mit Hebebühne, ein klarer Vorteil. Wenn ihr das Ganze jetzt natürlich auf dem Boden in eurer Einfahrt auf dem Waageheber machen müsst, ja, schwierig. Aber auch so wäre es dann natürlich cooler, wenn ihr zu zweit seid. Wir haben jetzt hier den Achsschenkel, der das Federbein umklammert. Das Ganze müssen wir jetzt einmal spreizen, damit das Federbein freigängig ist. Dazu nehme ich einen Meißel, führe den jetzt hier hinten rein. Und jetzt entnehme ich das Ganze aus dem Querlenker, drücke den Querlenker einfach ein bisschen runter. Und dann kann ich auch die Antriebswelle komplett rausziehen. Wenn das Ganze noch ein bisschen schwergängig ist, schnappt ihr euch einfach eine Verlängerung mit einer Nuss und klopft das Ganze raus. Wichtig ist hier, das Gewinde und die Verzahnung nicht zu beschädigen. Zur Unterstützung nehmen wir mal jetzt den Getriebeheber, damit uns der Achsschenkel später nicht abhaut. Jetzt durch leichtes Wippen seht ihr hier schon, wie er uns langsam entgegenkommt. Und zack, ist er raus. Jetzt müssen wir die letzte Schraube vom Domlager oben losmachen und dann haben wir das Federbein schon in der Hand. Hier seht ihr jetzt nochmal schön den Unterschied. Altes neues Federbein. Das neue natürlich sehr geil. Auch mit seinem Trapezgewinde, super schön für die Verstelleinheit. Hier müssen wir jetzt am alten Federbein das Domlager demontieren. Dafür muss die Feder gespannt werden und das Ganze machen wir jetzt gleich am Schraubstock. Ich habe das Federbein jetzt hier in den Schraubstock eingespannt und jetzt geht's weiter mit den Originalfedern. Damit die uns jetzt nicht abhauen, sichern wir die. Ich nehme hier ehrlich gesagt ein handelsübliches und saubillige Federspanner. Der funktioniert meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen echt gut
Und ja, für einen schmalen Taler habt ihr das im Werkzeugbestand bei euch. Wichtig ist, den Federspanner gegenüberliegend anzusetzen, um dann natürlich eine gleichmäßige Spannkraft zu entwickeln. Und jetzt tun wir Stück für Stück das ganze Ortsziehen, immer abwechselnd. Und wenn ihr schon merkt, die Feder ist hier frei und hat Spiel, reicht es schon vollkommen. Und dann können wir oben auch die Mutter abschrauben. Jetzt können wir mal in aller Ruhe die Feder wieder entspannen. Und hier müssen wir lediglich die Staubschutzkappe wegnehmen. Mache hier einmal die Federauflage sauber. Ebenfalls hier auch, bietet sich natürlich an, das Domlager gleich zu erneuern, weil, wie ihr sehen könnt, heide Arbeit und dann hat man sie bloß einmal. Jetzt hole ich schnell das neue Federbein und dann geht's heide weiter. Hab jetzt hier das neue Federbein. Wie auch in der Montageanleitung drin beschrieben, ist es wichtig, diese Hülse hier in das Domlager reinzudrücken. Weil die brauchen wir als Auflage später hier für die Kolbestange. Dann drehen wir erstmal das Gewinde runter, weil wir dann natürlich die Montage der Feder etwas leichter haben. Wir können dann zwischendurch mal schauen. Die glatte Fläche hier ist für die Auflage am Verstellteller. Dann setzen wir das Domlager an. Stellt fest. Ein bisschen müssen wir noch runter. Und wie auch vorhin, dasselbe Spiel. Bitte nicht mit dem Schlagschrauber anziehen, weil ansonsten könnt ihr den Stoßdämpfer beschädigen. Und auch hier wieder aufs Drehmoment achten. Und dann passt es. Und schon haben wir das Federbein komplettiert und können das Ganze wieder ins Auto setzen. Jetzt geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Montage über. Ich setze jetzt den Achsschenkel wieder am Federbein an, dabei die Antriebswelle wieder einführen und das Ganze wieder zu einem Bauteil werden lassen. Wichtig ist, dass er hier die Verzahnung natürlich von der Antriebswelle wieder sauber trifft. Und wenn die drin ist, können wir das Ganze auch schon wieder sichern. Und dann kannst du nicht abhauen. Und auch hier ist darauf zu achten, dass man den Führungsbolzen wieder passend zur Nut in etwa ausrichtet am Federbein. Umso leichter haben wir es später dann. Jetzt lässt sich es auch wieder bequemer schaffen. Und ich mache die Koppelstange wieder fest. Die Antriebswelle ziehe ich jetzt leicht an. Die kriegt später auf dem Boden das endgültige Drehmoment, auf dem belasteten Zustand quasi. Jetzt machen wir oben noch die Domlager fest und dann können wir gleich zu der Felge übergehen. Ich freue mich schon richtig drauf und bin gespannt, wie das auf dem Auto aussieht. Jetzt geht es noch mal hoch, weil wir müssen nämlich jetzt auch noch das Federbein einstellen. Ich habe mich jetzt bewaffnet, einmal Metermaß und Gewindeverstellschlüssel. Ausschlaggebend ist jetzt für uns das Maß vom Abstand Federauflage bis zur nächstgelegenen gehäuseseitigen
Schraube. Das wäre diese hier. Dieses Maß dürfen wir nicht unterschreiten, laut Gutachter. Und hier liegen wir bei 200 mm. Jetzt schauen wir mal. Die 200 sind hier. Und hey, das ist doch mal Augenmaß, oder? Kann man das lernen? Der Wahnsinn. Saugeil. Also 2, 3 Umdrehungen zurück. Dann sind wir mal auf dem unteren Maß. Und dann können wir die Räder draufstecken. Und dann das Ganze auf dem Boden ablassen. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. 200. Passt. Geile Sache. Also, dann holen wir doch mal die Räder her. Und schon auf den ersten Blick sehe ich, sieht verdammt geil aus. Wir haben hier von der Firma Thomason einen schönen Komplettradsatz bekommen. Das ist die TN10 in 8,5x9C ET45 ringsrum. In Kombination auch mit dem hauseigenen Thomason Sport Race in 2,25, 35, R19, auch einmal ringsrum. Die Felge in einem schönen Silberton lackiert, sage ich, passt einwandfrei mit dem Blau zusammen. Und jetzt schon von der ersten Optik, sehr, sehr geil das Rad. Auch schön filigran mit einer leichten Ausfräsung hier. Gefällt mir echt gut. Macht das Rad richtig schön sportlich. Und vom Gewicht her ist das Ding wahrscheinlich auch nicht so wirklich schwer. Also eine richtige Leichtmetallfelge, ne? Und ja, aber ich will das Ganze jetzt auf dem Boden sehen. Deswegen schnallen wir schnell die Räder drauf und dann schauen wir uns das Ganze von unten an. Also, geile Sache. Mir gefällt es auch gut. Dirty Fingers habe ich dank Handschuhe nicht bekommen, aber die Unterärme und Sticht sind schwarz, also alles richtig gemacht. Im nächsten Step müssen wir jetzt einmal noch die Verschränkung testen, dass die Freigängigkeit dufte ist. Danach schauen wir natürlich, was können wir, nachdem sich die Federn ein bisschen gesetzt haben, noch rauskitzeln für das maximale Tiefererlebnis. Und ja, wir müssen jetzt noch die Scheinwerfer einmal einstellen. Dann geht es zur Achsvermessung. Und dann lassen wir das Ganze natürlich in Kombination noch eintragen. Dank Teilgutachter natürlich auch komplett schmerzfrei. Und ja, ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut doch mal raus, wie ihr diese Kombination schon mal findet. Und im nächsten Step starten wir das Auto dann natürlich noch mit ein paar schönen Anbauteilen von uns aus. Vielen Dank nochmal an AP Sportfahrwerke und Thomason für die Unterstützung hier in dem Projekt. Lasst ein Like hier, teilt das Ganze in die Welt heraus und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.